So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play eSports FC 25. Schön, dass wir dabei sein. Mit dem Start unserer Karriere mit dem FC Kopenhagen und Steven Gerrard. Letztes Mal schon mit Tibak von Momo, jetzt mit Steven Gerrard beim FC Kopenhagen. Ich habe ja, wie gesagt, die Umfrage gestartet. 4 Vereine waren zur Auswahl. Porto, Kopenhagen, Anderlecht und Rapid Wien. Die Wahl fiel mit über 50% der Stimmen. 54 war es am Ende. Auf den FCK. Alle sieht jetzt die ganze Leute, sondern jetzt gucken wir an. So, wir starten durch. Wollen natürlich erstmal schauen, dass wir Spieler kaufen. Bla bla bla. Brauchen wir den ganzen Mist, brauchen wir nicht erstmal. Wir fangen an, erstmal den Verteidiger zu kaufen. Die Wahl ist auf Yannick Westergaard gefallen. Von. Geht mir doch nicht auf den Sack und tausendmal. Erklärt mir tausendmal Dinge. So, wir haben 13,25 Millionen, will haben. Na gut, dann werden wir es direkt machen. Wir sollen zwei. Du kannst aber auch mal. Ja. Warte mal, 4,25 Millionen will er haben. Angebot absenden. Was für Dicks wollen sie haben? Was hat denn der für ein Gegenangebot? Erstmal den. Kannst du mal irgendwie erstmal raus mit dem Tauschspieler? Ich bleib bei meinen. Mach mal 4,5. Und damit ist der erste Transfer, der wahrscheinlich unter Dach und Fach kommen wird, mit einem Verteidiger. Ich will gucken, dass wir viel aus Skandinavien, also Dänemark, Schweden. Und sowas, dass wir da gucken müssen, also zumindest aus dem näheren Umfeld. Jo, auf jeden Fall das. 3-Jahres-Vertrag. Klar. Keine Dings. So, jetzt wird er mal gucken. Können wir den so viel geben? Und damit haben wir den ersten Schlüsselspieler unter Dach und Fach. Wir sollten den Verteidiger verpflichten. Und das haben wir jetzt, werden wir jetzt auch tun. Ich glaube, unten rechts diese Einstellung kriege ich übrigens nicht weg. So, wir werden erstmal der Medizincheck natürlich, den muss er ja auch machen, den obligatorischen, der ehemalige Bremer. Ich werde viele Spieler aus der heimischen Liga, also aus dem heimischen Land verpflichten. Wie gesagt, 2 bis 3 Spieler habe ich auf dem Schirm und da nicht besser gehabt, die Nummer 3 und schreibt für 3 Jahre beim FC Kopenhagen. Kommt von Leicester City aus der Premier League. So, ist eine C-Wertung. 3,5 Millionen wäre der ein bisschen unter Marktwert, wenn man verpflichtet. Sehr schön. Damit haben wir den ersten Deal unter Dach und Fach. So, ich muss jetzt aber gerade mal kurz gucken, weil ich. Ja, ich will was checken. Moment bitte, kurz. Wollen wir denn hier die. Ach, Teamzentrale, da ist sie. Ich muss mich. Warte mal, war mal richtig? Mannschaft. Die Vorlagen. Teamzentrale, die wollte ich haben. Ja, du musst mir natürlich wieder alles erklären. Wir werden natürlich jetzt anfangen, ein bisschen auszusortieren. Linksverteidiger könnten wir doch verpflichten. Ich werde das mal alles, was über 70 ist, verkaufen. Na, wo? Okay. Haben wir noch einen. Wir bräuchten einen Linksverteidiger definitiv. Das werden wir auch tun jetzt gleich. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Wo ist denn eigentlich unser. Ich check's gerade ein bisschen um. Boah, mit El Yunusi. Haben wir keinen.
Jordan Larson, ehemaliger Schalker. Rudy Barge. Ach, den kennen wir noch vom. Den kennen wir noch vom. Gut, da kriegst du nämlich die 19. Weil ich noch einen Stürmer verpflichten möchte, der dann die 9 bekommt. Aber haben wir denn unseren Top-Talent da hinten drin? Haben wir doch immer 16. So ein mega tolles Top-Talent. Ist das der hier? Perspektivspieler. Ah, ne, hier, also. Niklas Jürgensen. Den werden wir definitiv erstmal einbauen als 19er. Der soll ja dann auch ein Profiturnier spielen. Na gut. Okay. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und schauen, ob wir noch einen Spieler kaufen können. Ob das Geld doch für die Kohle reicht. Die Wahl wäre, warte mal, auf Paulsen vom RB Leipzig, den möchte ich gerne noch als neuen Stürmer verpflichten. Aber der ist momentan zu teuer. Okay. Dann schaue ich mal wegen Renault. Schon 31 Jahre alt. Auch der ist zu teuer. Ich habe ja gesagt, dass wir definitiv noch einen Linksverteidiger verpflichten müssen. Gerade. Ich check übrigens gerade so ein bisschen. Ich habe hier den dänischen EM-Kader offen, da bin ich mich gerade ein bisschen dran. Wo ist denn der Christiansen? Wie ist der Vorname? Der hier, den wollte ich haben. Hat momentan auch einen Ballester. Ja, momentan kann man nicht wirklich viel machen. Ne, momentan kann man ja nicht machen, nicht viele große Sprünge machen. Nein, wüsste ich gerade nicht. So, wir starten erstmal. Können wir weitermachen? Ja, das können wir so alles bestätigen, was wir lassen erstmal. Ach, hier unten geht's weiter. Mehr als auch, jetzt warten kann man nicht. Wir haben ungelesene Nachrichten, 5 Stück. Wir brauchen erstmal das Geld. Ich werde jetzt erstmal nur sagen, ja, ich freue mich auf die Zukunft natürlich. Gut. Wir gucken mal gerade durch. Ich will mal meinen Kader ein bisschen aufbauen. Die bin ich mal aufrufen. Da ist es. So, dann checken wir mal gerade durch, was wir hier haben. Claesson, der kann. Kannst du auch an der Position spielen? Zentraler Mittelfeldspieler und Stürmer. Okay, da oben steht's. Janik Westergaard darf den Film mal von Beginn an ran. Dann rutscht du als Linker rein und Bartsch geht als auf die rechte Seite.
Ja, ich brauche definitiv einen Ersatz für Meling, ganz klar. Jordan Larsen, Stürmer. Kann mit rein vorne. Falk ist ein. Ja, Falk kann eigentlich auf der Position nicht spielen. Den kann ich also erstmal rausnehmen aus der Nummer. Niklas Jürgensen, den soll ich. Warte mal, ich muss nur gerade ein bisschen checken jetzt gerade. Es sind ja möglich, jetzt tatsächlich 9 Spieler auf die Bank zu setzen, deswegen überlege ich gerade, wenn ich da drauf nehme. Ja, ein Stürmer auf alle Fälle noch zusätzlich. Ein Cornelius, wir haben ja. Rechts, innen, links. Auf die Bank erstmal setzen. Pereira als Innenverteidiger. Klaesson und Larsson vorne natürlich drin. Bei den Schweden. Ja, wir gucken, dass wir halt wieder, wie gesagt, viele Spieler holen. Dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Tja. So, mehr als gerade weitermachen können wir nicht. Drei Angebote habe ich drin. Haben wir denn hier 790 von Genk? Können wir mal annehmen. Haben wir noch ein Angebot? Zur Pratix. Können wir machen. Und Barrow lehnen wir ab. Ah, wir haben Möglichkeiten, Jugendturniere zu spielen. Die werde ich aber mal überspringen. Also nicht diese Jugendturniere, sondern diese Dings-Angebote. Für Timo Sander angeboten. Okay. Wer möchte es denn da? Zwickeburg. Können wir mal annehmen. Ich habe eine Mail vom Vorstand. Kauf nicht andere Spieler. Achso. Rumänien und Indien. Achso, wir könnten mal einen Scout rausschicken. Geht das vielleicht jetzt gerade so einfach? Weil ich will ja bestimmte Länder scouten. Abbrechen. Kann ich nicht mal. Akademie. Hier geht's. Der fängt an in, klar, mal Europa. Nordeuropa. Und definitiv mal erstmal eine eigene Liga scouten. Gehen wir mal auf Ska, 3 Monate da. Letztendlich ist es eigentlich egal, was wir scouten. Aber du könntest mal einen Linksverteidiger scouten. Drei Monate will ich haben. Aber einen Linksverteidiger sollst du mal scouten, bitte. So, kannst du? Du sollst scouten. Das aber geht nicht, oder was? Aha. Außenverteidiger. Ja, das gehen wir mal so.
Ja, möchte ich. So, erstmal, du scoutest in Dänemark. 3 Monate lang. Der nächste. Ich habe kein Budget dafür. Lass was erstmal so stehen. Ich muss nämlich immer noch zwischendurch mal gucken. Wenn wir ein bisschen Kohle drin haben, dann können wir mal gucken. Weil in erster Linie soll der Kader erstmal ein bisschen ausgebaut werden. Definitiv Linksverteidiger ist der nächste. Warte mal, wir haben hier noch ungelegene Nachrichten drin. Okay. Trainingspläne ansehen. Okay. Gut, okay, weiter. Wieder ein Angebot für den. Wintertour möchte ich den haben? Nö. Da ist ja das Abgang. Wer ist denn das jetzt? Oh, tschüss. Nikolai Boylissen wechselt für 790.000 zu Genk. Das bringt uns wieder ein bisschen Kohle. Jetzt haben wir 4 Millionen. Und Theo Sander wechselt für 1,2 Millionen zu Silkeborg. Okay. Herr Pausen kostet leider immer noch zu viel. Transferverlauf. Oh, Thomas Müller wechselt zu West Ham für 14,5 Millionen. Okay. Ja, mega viele große Sprünge können wir eh nicht machen. Wie gesagt, definitiv mal. Komm, 5 Millionen. Wir haben die Kohle nicht dafür da momentan, oder? Kohle habe ich nicht mehr auf dem Konto. Wir checken es aber anders. Warte mal. Position. Defensiv. Wash. Linksverteidiger. Und Nationalität Dänemark, oder? Genau. Suche starten. Guck gerade mal, ob hier irgendwie was drin ist, was man. Aber viele Namen sind da nicht so wirklich. 65, 30. Mats Petersen, wie teuer? 2,9 Millionen, den kann man verpflichten. Wenn wir uns Mats Petersen vom FC Augsburg holen, die Kohle sollten wir mal ein paar hinkriegen. Angebot absenden. Klar, definitiv mal Schlüsselspieler. Ebenfalls auf 3 Jahre. Auch
Och, leck mich doch. Ja, du brauchst nicht. So, 3 Jahre. Passt so. Freigabesumme können wir mehr oder weniger übergehen. Und er möchte ein bisschen Geld haben. Das können wir machen mit 24.000. Und damit kommt unser Linksverteidiger. Wieder ein Däne. Ja, Paulsen wird definitiv. Können wir mal gucken, wie wir Kohle, ob wir die Kohle reinbekommen. Also ich will ihn ja gerne als neuen Stürmer verpflichten, aber den brauchen. Erstmal können wir die, müssen wir die Kohle aufbringen. Oder kann ich ihn leihen? Okay, das war eine Idee. Gut, okay, dann ist es schade, dass es nicht funktioniert. Damit habe ich erstmal meine Position. Jetzt bräuchte man eigentlich noch einen rechten Mittelfeldspieler, weil definitiv mal ein Flügelspieler. Kann ich mal kurz gucken in der Mannschaft. Teamzentrale. Ich würde gerne den Kollegen hier mal auf die rechte Mittelfeldposition bringen. Entwicklungspläne. Ja, ja, ist gut jetzt. Dann brauchst du 80 Wochen. Wow. Ja, ich habe ja da keinen Spieler. Ich habe fast nur einen ganzen. Ich muss ja definitiv mal gucken, was wir hier noch an. Wenn wir ein bisschen Kohle reinbekommen, das wir definitiv auch nochmal ausgeglichen bekommen. Ja, 3 E-Mails, wie habe ich jetzt her? Achso, das sind hier die. Okay. Kommen wir schon, wann haben wir das erste Spiel überhaupt? Erstmal, oh. Oliver Heuer wechselt St. Pets für 12 Monate. Angebot. Oh, wir haben ja nur noch ein paar Tage. Oh, das ist gut. Das heißt, vor dem nächsten Spiel werden wir noch mal einen Break machen. Gucken wir mal wieder. Oh, Paris, so chic. Gut, die Scout-Berichte brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann man die mal anpassen, irgendwie die Nummer? Ich brauche nämlich keine die Scout-Berichte, die nerven mich gerade so ein bisschen. Passt nicht, okay. Fünf, vier, drei. Ich brauche ein bisschen Angebot. William Klemm wechselt für die Bajakşehir hier in die Türkei. So, wie viel Kohle habe ich jetzt momentan auf dem Büro, auf der Kohle, auf der Habenseite? Steht das hier irgendwo? 25 Millionen haben wir? Ne, 7 Millionen haben wir. 7 Millionen haben wir.
20 haben wir bei 11 Millionen. Ich kann auch für 7 Millionen, aber der 8,9, die Kohle haben wir leider nicht. Der wird auch nicht für 7 Millionen kommen, oder? So, warte mal. Habe ich eine Möglichkeit, was zu tauschen? Versuchen wir mal 6. Plus den Spieler, vielleicht gebe ich einen, sagt der BU, passt so. Na, müssen wir leider erstmal ablehnen. Sorry, das passt doch nicht. Der Deal war noch zu hoch, definitiv. Ja, wir müssen gucken, dass wir definitiv nochmal schauen. Warte mal, haben wir noch eine Möglichkeit? Ich würde ja gerne noch einen Spieler verpflichten eigentlich, aber eigentlich... Also Pause wäre schon die erste Wahl, aber dann bräuchte ich heute einen... Jetzt gucke ich mal wegen dem Rechts- oder Links-Mittelfeldspieler. So, Position. Erstmal ein RM verpflichten. €21 Millionen, ja. Naja, leider nicht gerade. Da ist noch ein 70er oder 2. Der wird aber zu teuer sein, ne? Oh, geht aber. Dann gucken wir, dass wir den, dann holen wir den hier. Younes Namli. Können wir machen. Ein Angebot. Oh, komm her. Sorry. Machen wir mal Rotation. Na Gott, du bist wichtig. Oh ja, kann man auch machen. Machen wir mal 2 Jahre. Keine Freigabesumme, passt so. Und der möchte ein bisschen Kohle haben natürlich noch, dann kriegt er mal 14.000, wenn er jetzt sagt, hier passt so. Möchte ein bisschen Geld haben, na, dann machen wir es, komm. So, dann haben wir den Deal auch durch. Machen wir jetzt natürlich nicht nochmal drauf einzugehen. Garananga wechselt zu Zwolle und dafür kommt Namli. In Däne. So, jetzt lassen wir erstmal das so sein, wie es ist. Lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Ich, wie gesagt,
Hast du. Gut. Jetzt bin ich erstmal raus. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann geht's weiter mit dem hoffentlich. Obwohl, mit dem ersten Spiel. Oder vielleicht auch mit der Vorbereitung. Aber wahrscheinlich hoffentlich mit dem ersten Spiel. Naja, ich bin mal raus. Tschüss.